Hallo zusammen. Euch hat der Titel neugierig gemacht, worauf sollte ich auf keinen Fall scharf stellen? Und na klar, das ist das Einmaleins der Fotografie. Du musst wissen, auf was du scharf stellen musst. Und du musst wissen, wie du das Maximum aus deinem Bild und aus deinem Motiv rausholst. Und deswegen, super, dass du da bist. Wir legen direkt los. Viel Spaß. Okay, wir steigen direkt ein mit dem Thema, worauf solltest du auf keinen Fall scharf stellen? Das ist natürlich auch die Beantwortung der Frage, worauf soll ich denn eigentlich scharf stellen? Hat das jetzt Sinn ergeben? Keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine. Also, die Frage, die du dir immer stellen musst, und das ist mein heißester Tipp an dieser Stelle. Frage dich bei jedem Foto, das du aufnimmst, was will ich eigentlich zeigen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Knipse nicht einfach drauf los, sondern Fotografieren funktioniert mit Komposition, mit einem gewissen Auge dafür, dass du Motive erkennst, wie zum Beispiel hier da drüben dieser schöne bunte Wald und der blaue Himmel. Ja, das springt mich wesentlich mehr an, wie da hinten das graue Gestrüpp. Ja, das ist nur so ein kleines Beispiel. Also so geht's los, ja, dass du erstmal was erkennst. Oder wie ich den Weg hier entlang gelaufen bin, habe ich wunderschönes Moos im flachen Sonnenlicht gesehen. Das springt mich direkt an. Ja, da habe ich dann Freude und Lust, das direkt zu fotografieren. Wenn du kein Sonnenlicht hast, dann kannst du auch solche Fotos machen, die ich gerade einblende. Dann hast du auch ein Streiflicht drauf, wenn du irgendwie eine Lampe dazu verwendest. Okay, also die Frage, die du dir stellst, ist, was will ich zeigen? Und du ahnst es schon. Das, was du zeigen willst, sollte meistens, seitdem du machst wirklich ein künstlerisches Bild, dort sollte meistens auch der Fokus liegen. Das ist erstmal so die Faustregel. Ja? Ich rede jetzt nicht von kunstvollen Fotos, die kann ich dir jetzt auch mal einblenden, wo ich irgendwie Herbstlaub bunt zerfließen lasse oder im Hafen kreative Lichtmalereien mache. Dort ist es gar nicht so entscheidend, wo der Fokus liegt. Im Gegenteil, manchmal sieht das auch verschwommen einfach besser aus. Ja? Also das ist aber jetzt eine künstlerische Art. Normalerweise geht es immer darum, wo liegt der Fokus? Wo soll der Fokus liegen und was will ich dort zeigen? Und das ist oft gar nicht so einfach zu beantworten. Der Punkt ist nämlich der, wo beginnt das schwierig zu werden? Ihr steht zum Beispiel auf irgendeiner Klippe. Ihr wollt nicht Suizid begehen, hoffe ich, ja, nicht runterspringen, sondern ihr wollt ein schönes Foto machen. Und ihr fotografiert aufs Meer hinaus. Das ist erstmal der Anfängerfehler Nummer 1, denn dann habt ihr nichts im Vordergrund. Ja, diese Bilder sind danach immer langweilig. Ihr könnt das überhaupt nicht transportieren, diesen gewaltigen Ausblick und diese gewaltigen Kräfte, die im Meer gewirkt haben und die der Wind vielleicht hatte und die Wolken und so. Das könnt ihr gar nicht transportieren, weil ihr nichts im Vordergrund habt. Ihr habt einfach nur ein flaches 2D-Bild später mit Wasser und Himmel fertig. Ja, das könnt ihr nicht transportieren. Also ist es wichtig, wie fotografiere ich so ein Bild? Und da haben wir oft die Schwierigkeit, dass wenn wir zurückgehen, um etwas in den Vordergrund mit reinzunehmen, dass wir ein Problem mit der Schärfentiefe bekommen und dass wir uns dann, wenn wir nur ein Bild machen können und zu wenig Schärfentiefe haben, entscheiden müssen, was will ich denn eigentlich zeigen? Habt ihr etwas im Vordergrund, was wirklich sehenswert ist, dann würde ich euch empfehlen, macht ein Bild damit, fokussiert das und drückt durch. Natürlich könnt ihr mehr Schärfentiefe rausholen, wenn ihr eure Blende schließt. Ein weiterer Trick ist natürlich das Beachten der Hyperfokaldistanz. Das bedeutet, dass es meistens so ist, dass ihr mehr Schärfe im Hintergrund habt als im Vordergrund. Und das könnt ihr euch zunutze machen, indem ihr etwas hinter euer Objekt fokussiert, um vielleicht das Maximum bis zum Horizont rauszuholen. Ich kann euch solche Beispiele auch einblenden. Ja, da habe ich nicht vorne auf die Steine fokussiert, sondern ich habe ins erste Drittel des Bildes fokussiert. Denn dann mit einer geschlossenen Blende, das ist so die Faustregel. Also es gibt natürlich auch Apps. Ich kann jetzt auch eine App rausholen und euch zeigen, dass die euch die hyperfokale Distanz, also den Punkt, auf den ihr fokussieren solltet bei der Blende, wo ihr das Maximum an Schärfentiefe rausholt, das rechnet die App euch aus und das kann ich euch jetzt auch zeigen. Aber das ist nicht praxisnah. Praxisnah ist, dass ihr euch schnell entscheiden müsst, auf was fokussiere ich. Und da ist mein Tipp an dieser Stelle, nehmt eine geschlossene Blende von einer F13, F16 in der Landschaftsfotografie, wenn ihr ein Maximum an Schärfentiefe wollt. Vielleicht sogar eine F18, das kommt so ein bisschen auf euer Objektiv an, was kann das? Und dann müsst ihr natürlich auch genügend Licht haben, ansonsten nehmt ein Stativ.
wenn euer Motiv auch stillhält. Und dann fokussiert nicht den Busch mit den Blüten, den ihr auch im Vordergrund haben wollt, sondern fokussiert so ein bisschen dahinter. Man redet eben von dieser Faustregel, fokussiere in das erste Drittel oder auf das erste Drittel im Bild, dann sind die zwei Drittel dahinter auch scharf. Wenn ihr euch gar nicht anders zu helfen wisst, dann macht einfach zwei Aufnahmen. Macht ein Bild oder macht drei. Macht ein Bild vom Busch, ja, dann habt ihr den mal wirklich scharf. Dann könnt ihr noch ein Bild vom Hintergrund machen. In Photoshop könntet ihr das auch zusammenbauen, den Fokus. Das ist wieder ein anderes Kapitel. Fokus Stacking, Bilder stapeln in Photoshop. Und dann macht noch ein drittes Bild mit dieser Drittelregel. Und meistens seht ihr schon schnell mit der Fokuslupe im Display, das hat sich schon gelohnt. Ihr habt ein Bild, was von vorne nach hinten scharf ist. Schwieriger ist es auch, wenn ihr irgendwas im Vordergrund habt. Ja? Angenommen, ich will jetzt hier diesen Baumstumpf fotografieren, auf dem ich sitze. Ja? Und da schließe ich euch mal den Rekorder an und zeige euch das schnell. Der Baumstumpf ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, den würde ich so nie im Leben fotografieren, der ist viel zu unattraktiv. Ja? Aber es geht natürlich darum, um das so ein bisschen zu verstehen. Ihr seht, ich habe wirklich eine sehr geschlossene Blende mit einer F16. Und jetzt müsst ihr euch halt in solchen Situationen entscheiden, ja natürlich fokussiert ihr den Baumstumpf. Ja, also das kann ja auch künstlerisch sein. Ihr könnt den auch mit einer offenen Blende fotografieren, sodass der Hintergrund schön unscharf wird. Das seht ihr sofort hier bei der Systemkamera, bei der Spiegellosen. Da seht ihr sofort diesen unscharfen Hintergrund. Ihr seht auch übrigens da hinten, da steht ihr gerade, da filmt ihr mich gerade. So, also ich würde, wenn ich den Baumstumpf scharf haben will, würde ich das Foto niemals so fotografieren wie jetzt, sodass praktisch der Hintergrund scharf ist. Anders ist es natürlich, wenn dort was von Interesse steht. Ja? Wenn jetzt da plötzlich ein Luchs läuft oder irgendein anderes Raubtier und ich will das fotografieren, ja, dann macht es natürlich nicht Sinn, den Fuchs oder Luchs unscharf zu haben. Haben und den Baumstumpf scharf. Also macht euch Gedanken darüber, was wollt ihr zeigen? Welches Motiv wollt ihr denn eigentlich zeigen? Ja? Und es kann natürlich schön sein mit einer offenen Blende hier diesen Baumstumpf, wenn da jetzt irgendwas Schönes drauf wäre, ein Fliegenpilz oder irgendwas, dann kann das eben schön wirken, spielt ein bisschen mit der Perspektive. So von oben ist immer recht hässlich, das macht jeder. Das ist aber wieder ein anderes Kapitel. Also jetzt geht es ja ums Fokussieren und ihr solltet jetzt eben auf keinen Fall da hinten fokussieren, während das da vorne unscharf ist. Das ist eigentlich selbsterklärend. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr solche Profis schon seid, dass ihr nicht mehr auf irgendwas fokussiert, was ihr eigentlich gar nicht scharf haben wollt. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Also es mag ja doch noch mal welche geben, die das noch nicht verstanden haben. Also immer auf das fokussieren, auf das es ankommt. Und ganz klar, natürlich haben wir im Nahbereich jetzt das Problem, dass wir nicht immer alles scharf haben können. Das ist ja gerade auch das Problem dabei. Ja? Also wenn ihr kommt an eure Grenzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel an der Kaffeetafel bei einem Geburtstag sitzt und da ist vielleicht ein wahnsinnig schöner Kuchen oder die Dekoration auf dem Tisch ist besonders schön. Um das zu fotografieren, habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr steht auf und macht ein Bild von oben, weil ihr kriegt das eh nicht richtig schön drauf seid, denn der Hintergrund ist auch gut und dann könnt ihr vielleicht auch so ein schräges Bild machen. Ja, dann habt ihr die ganze Deko drauf, aber selbst dann habt ihr oft das Problem, dass ihr zu wenig Schärfentiefe habt. Also hilft nur ein Stativ und Blende schließen, weil der Raum ist innen meistens eh zu dunkel und nur so bekommt ihr mehr Schärfentiefe. Ein anderer Fall ist, ihr seid eingezwängt zwischen Verwandten und habt vielleicht irgendwas Schönes vor euch, ein kleines Sträußchen Blumen oder irgendwas, was ihr auch fotografieren wollt. Dann macht es natürlich schon Sinn, sein Bild so aufzubauen, dass es schön wirkt und dass dann der Fokus natürlich dann auf dem Sträußchen Blumen liegt und nicht irgendwie auf einer Serviette, die irgendwie im Vordergrund liegt. Ja? Also das ist natürlich wichtig und dann positioniert euer Objekt ein bisschen interessant im Bild, nimmt es nicht einfach nur stur in die Mitte, sondern nimmt es so ein bisschen ins Eck rein. Vielleicht idealerweise irgendwie so in die Kreuzungslinien der Drittellinien, die ihr euch einblenden lassen könnt bei eurer Kamera. Aber all das ist getragen von diesem Haupttipp, überlegt euch, was ihr zeigen wollt. Wir können die physikalischen Probleme mit Schärfentiefe nicht komplett überwinden, seitdem wir stacken das Bild später digital zusammen. Dann funktioniert das natürlich auch. Dann müsst ihr aber auch meistens eine ruhige Hand haben oder ein Stativ, dass die Bilder auch wirklich immer dieselbe Perspektive hatten. Mir selber ist es schon häufig passiert, dass ich zum Beispiel bei Milchstraßenfotografie mich später geärgert habe, dass ich den Fokus aufs falsche Objekt gesetzt habe. Gerade bei der Milchstraße ist es ja oft so, dass ihr als Fotograf am besten die Details der Milchstraße zeigen wollt.
Also, was machen wir? Wir fokussieren natürlich auf die Milchstraße, weil gerade nachts haben wir das Problem, da können wir uns das nicht leisten, hier mit einer Hyperfokaldistanz rumzurechnen, weil meistens ist es stockdunkel, ich kann eh nichts fokussieren, was da irgendwie im Vordergrund ist. Das heißt, meistens fokussieren wir entweder irgendwie einen schönen Baum im Vordergrund, der sich gegen den Himmel abhebt, oder wir fokussieren die Sterne. Und da habe ich mich halt einfach auch schon oft geärgert dann zu Hause, dass ich den Fokus auf dem Falschen hatte. Manchmal wären die Sterne wirklich das Ziel gewesen, das im Bild hätte sein sollen, und ich habe vielleicht den Baum fokussiert, der gar nicht so schön war. Und wiederum, in Afrika ist es mir jetzt wieder passiert, fokussiere ich den Sternenhimmel und lasse eine ganze Timelapse so durchlaufen. Dabei ist der Köcherbaum im Vordergrund eigentlich fast ein Stück weit interessanter. Und es hätte dieser Timelapse nicht geschadet, wenn die Sterne unscharf gewesen wären. Denn die hätte der Betrachter sowieso vorbeiziehen sehen, ob die jetzt scharf sind oder ob sie jetzt unscharf sind. Also es kann Sinn machen, und ihr müsst euch vorher Gedanken machen, worauf solltet ihr fokussieren. Und ein Tipp an dieser Stelle, zum Beispiel bei Milchstraßenfotografie ist es so, ihr habt einen besonderen Baum im Vordergrund, dann fokussiert ihn auch an. Wenn ihr einen extremen Weitwinkel habt von 14 mm, dann habt ihr weniger das Problem, dann ist meistens von vorne nach hinten alles scharf. Aber selbst hier mit einer F1.8 haben wir manchmal das Problem, wenn wir zu nah an dem Baum dran sind, dann müssen wir uns schon entscheiden. Und das ist eben die Hauptbotschaft dieses Videos jetzt. Ihr müsst euch entscheiden, bevor ihr durchdrückt, was will ich eigentlich zeigen? Soll das Bild komplett scharf sein? Dann schließt die Blende, versucht mit dem Drittel irgendwie die Hyperfokaldistanz zu treffen. Für die Erbsenzähler rechnet es euch mit der App aus. Mache ich nie im Leben. Ich mache das immer Learning by Doing. Ich drücke durch, gucke in der Fokuslupe nach. War das scharf im Hintergrund? Nein. Dann fokussiere ich etwas weiter hinten und schaue dann, ob es scharf war. Und dann gucke ich halt, komme ich hin mit der Blende, dass ich eben Vordergrund und Hintergrund in Einklang bringe. Und dann ist natürlich die Brennweite auch ein Thema. Wenn ihr so eine lange Brennweite habt, funktioniert das sowieso nicht mehr. Dann müsst ihr euch entscheiden. Das habt ihr jetzt hier beim Baumstumpf gesehen. Wenn ihr zu nah dran seid oder die Brennweite zu lang ist, dann müsst ihr euch entscheiden. Und dann dürft ihr auf keinen Fall irgendwas Uninteressantes fokussieren, wie zum Beispiel die Milchstraße, die eigentlich interessant wäre, aber in dem speziellen Fall hätte mir der Baum besser gefallen. Ja, das sind alles so Sachen, das muss man halt ausprobieren, daraus muss man lernen. Und das ist das Schöne an unserem Hobby, dass wir nicht auslernen, sondern es geht immer weiter. Danke, dass ihr mich begleitet habt in diesem Video, hier in diesem schönen herbstlichen Wald, wo die Blätter so schön runterregnen. Hier da hinten, das seht ihr nicht. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und tschüss.